Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Zombie-Filmschule. Diesmal sitze ich hier mit dem Andreas Funke, oder ich sage einfach Furan, oder? Ja. Furan, dann springe ich drauf an. Und Furan hat unglaublich viele Sachen bei diesem Film gemacht. Also zum Beispiel hast du immer den Kamerawagen geschoben, das weißt du. Ja. Also meistens, oder? Ja, mit dir und der Kamera drauf. Ja, das war eine ganz schwere Aufgabe. Ganz schnell, ja. Aber du hast, also für mich weiß ich noch, ich weiß gar nicht genau, wie bist denn du zu diesem Filmprojekt eigentlich dazugestoßen? Also, weil ich weiß noch, wenn ich hier gerade so auf die blutigen Bilder schaue, du warst für mich auf jeden Fall der dieses, ja, also man muss auf jeden Fall so echte Bluteffekte so machen und so kann man bestimmt so mit Druck und Schlauch und und wir haben das bei einem anderen Filmprojekt auch schon gemacht. War das auch so ein Grund, warum du eigentlich bei diesem Dreh gelandet bist? Also, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist währenddessen passiert. Okay. Fahr doch mal in den Baumarkt und hol einen Kompressor. Und ich glaube, vielleicht ging das genau so los. Okay. Also das war vielleicht das, wie es begann. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ich zu diesem Projekt gekommen bin. Okay. Ob Marc mich irgendwie angesprochen hat, ob das irgendeine andere, ob das von dir kam, genau. Jedenfalls, das weiß ich nicht mehr. Und ich weiß, dass ich irgendwann hauptsächlich eben mit Effektsachen beschäftigt war. Neben eben dem Bauen von Sets. Ja. Mit dem Michael Kevitsch und Dolly schieben. Aber genau, diese Effektsachen, ja, das ist dann wirklich stark an mir hängen geblieben. Wir können ja mal kurz in so eine Stelle reinschauen, okay. Mal kurz hier. Ja. Hast du nur meinen Kopf drauf oder wie läuft das? Das ist so ein bisschen mehr noch. 2006, die großen Dreharbeiten fangen gerade erst an. Ja, es wird ordentlich rumgespritzt. Jo, ich bin soweit. Das heißt, alles, was wir jetzt da eigentlich gerade sehen, ist, wir machen es auch irgendwie so zum ersten Mal. Versuchen eigentlich rauszufinden, wie es geht. Ich glaube, alles, wir hatten ja schon mal, wir gemeinsam hatten ja du als Regisseur den Fotografen gedreht. Ja. Dort hatten wir, glaube ich, das erste Mal Blutspritzer. Und ich weiß nicht, aus dem Hals, glaube ich, mit Kompressor versucht zu machen. Und es war wirklich sehr schick. Ich weiß noch nicht genau. Aber es war halt auch schön kalt, weiß ich noch. Und deswegen sah das ein bisschen geiler aus. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, es ist halt mitten im Sommer. Und meistens war es immer so ein bisschen, es war nie, also so dickflüssig. Ja. Und ich glaube, es ist eben auch, was wir eben gemacht haben, oder was ich gemacht habe, man hat einfach gelesen im Internet, wie man es tun sollte. Mach mal so einen Fropfen vorne rein. Das wollte ich mich gerade fragen. Sag das doch mal. Wir haben schon Kommentare hier bekommen und die lauten, mach doch mal mehr Schule. Also erklär doch mal, wo das herkommt. So, also ich will jetzt nicht, dass du jetzt anfängst zu erklären, also wie jetzt das genau gebaut wird, aber wie informiert man sich denn eigentlich? Also das war, ich glaube, rein das Internet. Ja. Einfach nur gelesen, dann probiert, dann Schwamm gekauft, kleine Stückchen davon gemacht, reingeschoben, dann großen Fropfen vorne ran, der den Druck so ein bisschen aufbaut. Und dann ging es los mit dem Probieren, eben was wir jetzt hier gerade machen. Naja, wie viel Bar sind denn vielleicht nötig? Ja. Das ist, und wie muss die Konsistenz sein? Dass es nicht so ein Psch ergibt, sondern so einen schönen Schwall. Also das ist wirklich. Und was ist denn das überhaupt nochmal genau für eine Maschine, die den Druck macht? Also kann man das einfach im Baumarkt kaufen? Genau. Also Andreas, fahr mal los im Baumarkt. Und vielleicht war es auch eine große Überraschung von mir, dass ich diese Maschine gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wie konnten wir uns das überhaupt leisten? Hast du das ausgelegt? Also ich weiß, diese Maschine war nicht teurer als 60 Euro. Okay. Und hatte auch noch ein paar andere Sachen dabei. So, meine Eltern strahlen damit heute, glaube ich, noch ihre Terrasse ab, die Fugen zwischen den Steinen. Okay. Und für 60 Euro und daraus ist ja im Endeffekt dann auch unser Logo entstanden, weil wir so viel Spaß mit dieser Maschine hatten. Genau, also wir waren mal die 8 Bar Filmproduktion hier in Rostock und Wismar. Die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ja, aber ich glaube, nicht gehalten. Ich glaube, genau. Und 8 Bar ist, glaube ich, das Maximum, was man aufbauen konnte. Da ist das Ding höllisch laut. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es hat uns alles geärgert. Du kannst ja auch keinen Ton aufnehmen, während du das Blut spritzt. Ja. Weil es ist ja im Hintergrund. Das wird die Tonfrau Maria, die ihr übrigens in Folge 2 euch anschauen könnt, sehr freuen, weil jedes Mal, wenn wir mit dem Ding drehen und es irre laut ist, sehe ich sie trotzdem mit dem Mikrofon. Aber ich glaube, da war wirklich nie brauchbarer. Ich glaube, das haben wir nie genommen, genau. Nee. Also alle Schreie, wenn Blut spritzt, sind, glaube ich, müssten. Muss, geht gar nicht anders. Das kriegt ihr nachher auch gleich nur mit. Jetzt sehen wir gerade noch ein bisschen die Vorstufe eigentlich. Nämlich, ihr rührt gerade Blut an. Erzähl mal, wie habt ihr das gemacht? Das Problem war zum einen, wir brauchten nur die roten Farben.
Ja. Und ich glaube, wo wir sie besorgt haben, im Rossmann oder so, gab es immer nur ein Paket. Was waren ist das? Vier das, andere was Farben. Ist das Lebensmittelfarbe. Ach, Lebensmittelfarbe. Ah ja, okay. So, das glaube ich, ganz gewiefte Mäuschen dann eben auch mal. Nur nein, die roten, was? Nein, also das war das Problem, dass wir die roten Farben nicht einzeln hatten und dann mussten wir die zusammenkriegen. Genau, und ich glaube, was dann dazu kommt, ist, glaube ich, ich habe es nochmal für die Special Effects, wo ich nochmal digital was drauflegen musste, habe ich nochmal was gekocht. Ja. Die sehen sich genau, ich glaube, Speisestärke ist mit dabei. Okay. Und Mehlschwitze, du machst so eine Mehlschwitze. Genau, und dann rührst du so lange, bis es eben klumpt, ne? Bis es irgendwie so ein bisschen dick wird, dass du einen Löffel nimmst, das klickert runter und gibt eben so einen Faden. Ne? Mussten das eigentlich auch Leute bei uns am Set an den Mund nehmen? Ja, stimmt, doch, naja, die Szene da. Also, konnte glaub, man das machen? War das giftig? Nein, es war nicht giftig, genau. Also sind alles ja Lebensmittelzutaten, die du drin hast, genau. Ich weiß nur, es gibt eine Szene, glaube ich, wo wir diesen Schlauch, glaube ich, auch für so eine Szene mal in den Mund gelegt haben. Ja. Und dass dieser Fropfen unserem Darsteller hinten in den Hals. Ich weiß nicht, was das Beste. Das ist vielleicht eine Szene, die wir gleich nochmal raussuchen. Da gibt es tatsächlich was. Achtung, Schnitt. Also, wir haben es natürlich jetzt total vergessen im Laufe des Gesprächs, diese Szene nochmal rauszusuchen. Deswegen schneiden wir die jetzt einfach mitten rein. Dann geht das andere Gespräch einfach gleich wieder weiter. Andreas, ein schrecklicher Moment. Wir haben das jetzt kurz schon mal recherchiert. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir das überhaupt zeigen können. Ja, ich frage den, ja, vielleicht fragen wir irgendwie nochmal jemanden vorher. Oder auch nicht. Nee. Naja, jedenfalls, da sieht man auch, du bist da gerade ganz eigenständig dafür zuständig, die ganze Kompressor-Action zu machen. Und man sieht auch, kein Druck, ne? Lauter Leute stehen da und warten eigentlich darauf, dass es endlich losgehen kann. Ja, wird Zigarette gedreht. Ja. Gut, ich bin zufrieden. So wie es ist. Ja, auch denn, im Hintergrund alles in Ordnung. Eigentlich heile Welt, ne? Ja, eigentlich wäre es super. Kann ja nichts passieren. Eine schöne Drehwelt. Ja, das wäre auch cool. Aber so wie ihr es besprochen habt, so ist in Ordnung, so sieht es besser aus. Du hast mir so gezeigt. Okay. Zeig nochmal, wie du es zeigen würdest. Also der Schlauch ist jetzt unter seiner Hand. Ja, genau. Wir können mit der Maus da mal so hindeuten. Ja, ja, genau. Da sieht man ihn auch. Ja, genau. Ja, und der Pfropfen sitzt quasi auf der Öffnung. Vorne, ne? Auf der Öffnung, genau. Damit genug Druck entsteht und erst, wenn der Druck groß genug ist, fliegt der Pfropfen raus. Genau, und das ist die Idee, dass es zwischen seinen Fingern so herausspritzt. Also das ist so, weil eigentlich soll er sein Gesicht zerquetschen. Genau, so als wenn sein Gesicht zerstört wird. Ja. Man mit 8 Bar vielleicht das sogar schaffen kann. Ich finde gerade interessant, ich wusste nicht, dass Michi und unser Ausstatter mal so eine Szene als Stand-in drehen musste. Ja, sehe ich auch zum ersten Mal. Ja, also ich war auch ein bisschen, genau, das wusste ich nicht. Und es gibt mehrere so eine Szene. Ja. So. Huch, ach so. Ja, so. Ist das Licht eigentlich so ein bisschen künstlich? Läuft. Alle bereit? Okay, und jetzt wird's ernst. Nicht zurückgehen, schön der Ton drücken, ist dabei. Schön Spaß haben am Rücken. Ja. Und Johann fällt dann ab. Wobei, jetzt kommt ja wirklich erstmal noch kein... Also jetzt ist ja erstmal alles gut. Bitte. Es funktioniert auch nicht so wirklich gut. Nee, so visuell jetzt, ne? Ja. Und, oh, Johann, mein Gott, ist alles in deinen Mund rein? Oha. Und jetzt, ich hätte was zu trinken, gib übrigens mal her. Wirklich? Es sah nicht mal so gut aus und dann auch noch. Gibt's ja was? Arme Johann. Ja. Er hat wirklich. Ich drehe das mal kurz ein bisschen runter. Ja, man sieht schon eigentlich, das ist schon ein Teil von dem Pfropfen. Ja, der ist ihm ja. in den Hals geflogen oder was? Und es ist gut möglich, dass wir auch mehrere Pfropfen drin hatten, die dann so ein bisschen so Fleisch oder so symbolisieren sollen auch noch. Also, dass man hat vorne einen Pfropfen drauf, der diesen Druck hält und dann sind noch kleine Stückchen drin. Und vielleicht ist es einfach noch mehr, was er gerade in seinem Hals und seiner Lunge hat. Ja. Und ich glaube, ich habe eben sogar noch im Hintergrund gelacht. Oh, krass, also ja, es ist einer von diesen zahlreichen Momenten, wo es hätte ganz bitter böse schief gehen können. Da wäre der Dreh vorbei, unser Leben war vorbei. Ja, krass, das war eben jener verrückte Moment, die Gefahr, die ausgeht von, wir machen das mal mit einem Kompressor. Wenn einen Menschen töten können. Machst du dich jetzt lustig darüber? Nein. Ich schneide jetzt, geht jetzt wieder weiter. So. Heile Welt. jetzt war die Herausforderung, dass das Ganze ja auch am Körper platziert werden muss. Ne? Also es ist ja nett, wenn man einen Schlauch irgendwo hinhält und das nett rausspritzt, aber eigentlich ging es ja darum, dass das vor allem Schusstreffer sein sollten. Genau. Ja, und Schusstreffer, wie man sie vielleicht bei John Woo kennt oder so, sind halt schöne Bewegung des Blutes, der das halt schöne Form ist, darf nicht psch,
Ja. Und es war jetzt, also wenn ich hier nochmal. Danke echt das, ne? Ja. Das ist. Wir hatten später mal einen total krassen Effekttypen, der sich da für Filmproduktion sehr gut damit auskannte. Der konnte tatsächlich auch kleine Sprengladungen platzieren mit Blutbeutelchen und so. Genau, der Claudius Rauch. Ich weiß gar nicht, ob wir den auch mal hier für eine Folge gewinnen können, aber weil der ist mittlerweile mit echt riesen Großproduktionen beschäftigt. aber ich meine, ach, im Großen und Ganzen? Ja, ich musste sehr schmunzeln. Also ich habe kurz vor dem Gespräch erst diese Aufnahmen heute zusammengesteckt. Ich kann noch mal kurz ein bisschen die Soundkulisse auf. Drei und. Oh, geil. Der war geil. Ich weiß nicht, wir konnten ja eigentlich auch immer eine kleine Zeitlupe noch draußen machen, ne? Dadurch, dass mit dem DV-Material. Ja, ja, genau. Wir haben das dann immer mit. Möglichst, heutzutage würden wir es heute so nicht mehr machen, aber weil mit Halbbildern dann, also man will ja eigentlich mal ein progressives Bild, haben es dann aber mit Halbbildern gedreht, um dann quasi, ist so wie wenn ihr heute bei euren Kameras 50 Bilder oder mehr einstellt und die dann wieder mit 25 bzw. 24 ablaufen lassen, sorgt halt dafür, dass es schön verlangsamt wird. So, genau, jetzt. Ich überlege gerade, was in diesem Koffer drin ist. Das ist faszinierend. Was hole ich da aus diesem Koffer raus? Das sieht auch so hammerprofessionell aus. Das weißt du gar nicht. Koffer, ich weiß nicht, was dieser Koffer ist. Was hat dieser Koffer? Also nur nochmal für die Zuschauer, die sich jetzt hier die Zeitachse noch nicht so vor Augen haben. Wir sind jetzt gerade am 11. Juli 2006, so 21 Uhr. Ich habe es mal nachgeguckt, auf den Kamerabändern steht das. Okay. Ja. Und das ist also einfach schon ein bisschen her. Und jetzt habt ihr eben das da alles rangetaped, den Schlauch, weil jetzt soll ihm gleich in den Hals gebissen werden. Ja. Und man macht natürlich die Kameraeinstellung dann eben so, dass man dieses Tefel nicht mehr sieht. Also ich will mal kurz mal reinschneiden hier. Dein Assistent Richard überzeugt gerade den Regisseur. Was der ganz normale Vampir ist, ist der hier. Damit hat er genügend Platz, um über den Schlauch rüber zu beißen und alle fällt auch nochmal eins wieder runter. Stimmt. Ja, genau. Stanley beißt jetzt. Man verrät jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. Ja, das müsste jetzt, genau. Stanley beißt ihm ja in den Hals und in diesem Moment muss das Blut sozusagen durch seinen Mund, also die Illusion geben, dass dieser Beißer diesen Blutschwall auslöst. Wie ist denn das? Jetzt ist es kurz vor Dreh, gleich passiert. Waren das eigentlich Momente, in denen du, also wie ging es denn dir da jetzt? War das aufregend? War das entspannt? Weil das musstest du nicht mehr so viel tun? Oder war das so wie, oh Gott, hoffentlich klappt das? Es war immer aufregend, weil wir, glaube ich, die perfekte Mischung nie hatten. Mhm. Also wir wussten, sieht das jetzt richtig kacke aus? Oder wird es so ein toller Schwall? Das sind so Sachen, wie sich... Allein wenn er sagt... Achtung, das Kuru auf Richard. Jetzt auf der linken Seite. Ist total geil. Sieht man den Kompressor? Ja. Gut, ja. Ja, das war irgendwie jetzt noch nicht so der ganz große. Genau, Problem. Das ist, wenn er dann hat er seinen Mund zu weit drüber, dann kommt es eben nicht, dann ist dieser Druck plötzlich nicht da, es fliegt vielleicht zu früh raus. Also es sind immer Sachen, man kann es leider nicht hundertprozentig, das hatten wir auch mit den Scripts oder so, die Claudius hatten ja nicht immer funktioniert. Es war dann eine zu große Wucht. Achtung, der ist es, der lohnt sich jetzt. Oh ja, da vor allem der Anfang. Und los! Ja. Was auch auf dem Tisch steht, ne? Unsere Utensilien, also in den Flaschen, was man da eben gesehen hat. Genau, du warst eigentlich auch immer gleich damit beschäftigt, das wieder nachzuladen. Genau, ne? Es war dann immer, ja. Also Zeit war ja auch immer ein Problem, und das immer. Und wenn es dann zwei, dreimal nicht geklappt hat, das ist dann... Ja, und ich meine wirklich, also es ist ja kein Witz, dass wir im Grunde genommen kein Geld hatten, außer das, was jeder irgendwie in seinen Taschen rausgekramt hat. Und also wir hatten gar nicht genug Klamotten. Ich sehe den Marc immer, wie er versucht, das wieder sauber zu machen. Stimmt. Was ja auch irgendwie gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie es geklappt haben soll, einen weißen Anzug. Auch auf dem weißen Anzug, genau. Ja. Das finde ich auch nicht. Und jetzt weiße Socken hat er auch, aber das ist nicht so schlimm. Was mir jetzt hier beim Sichten aufgefallen ist, ist jetzt ein Hammer... nüchterner Moment, alle gehen jetzt und wollen jetzt durchgucken, ist die Aufnahme was geworden. Ich spule es gerade zurück. Oha. Geil. Oh. Das sieht auch schon ganz links aus, wenn ich ganz schnell weglaufen kann. Tja, und so nüchtern ist es denn irgendwie immer. Den zweiten hast du gar nicht geschafft, ne? Das sieht aber richtig geil aus. Den zweiten hast du gar nicht geschafft. Doch, ich habe mal gemacht. Das ist mal der erste Druck vom Herz weg. Nee, ich schon die Schuldzuweisung fangen wir schon wieder an. Ja. Toll. Auf jeden Fall. Juhu! Können wir jetzt mal aus. Ja.
Aber nee, ich weiß, es gibt jetzt nicht den großen Jubelschrei, oh geil, das wird der großartigste Film aller Zeiten. Das habe ich noch ganz oft, dieses Gefühl, dass man so denkt. Aber was ich noch kurz, das ja, ist eben, weil ich ja auch noch die digitalen Bluteffekte ein wenig dazu addiere. Es ist wirklich toll, auch wenn es nicht immer geklappt hat, dass man wirklich diese Referenz hat, dass du wirklich etwas Echtes hast, auch wenn es nicht perfekt ist, was da rausspritzt, wo du dann eben was drauf addieren kannst. Ne? Ja. Und das ist wirklich toll, auch wenn es nicht immer perfekt war. Ja, das, du allein hast es jetzt schon so ein paar Mal angedeutet, ne, dass du da noch an Sachen arbeitest. Ich wollte es eigentlich nur mal kurz reinschmeißen, weil es ja Lebensmittelfarbe ist. Ja. Richtig schön durchziehen. Also bei mir, es hat richtig, bei mir hat es auch richtig doll. Ich hab so. Na. Dann bitte. Oh! Er ist noch so kurz ein bisschen fruchtig, bevor es wirklich so. Stimmt, der steht ja auch manchmal schon ein bisschen länger, ne? Wir haben ja auch, ja, der ist ein schlecht geworden, auch. Hat immer noch geschimmelt. Also darauf wollte ich es eigentlich hinaus. Das ist wahrscheinlich nicht wie so ein Wein. Muss ich. Ach ja, das sind jetzt auf jeden Fall erstmal so die letzten Bilder, die ich da jetzt gerade noch am Start habe, von unseren Hinterhofaktivitäten. Wir haben ja immer in irgendwelchen alten Abrisshäusern gepennt und gearbeitet. Das ist quasi die Freiluftwerkstatt hier. So, du hast jetzt gerade gesagt, da wird denn digital noch was gemacht, so voran. Das heißt, neben der Tatsache, dass du dort in der Kamera, Lichtabteilung ganz viel mitgeholfen hast, du die praktischen Effekte da alle gemacht hast. Also nicht alle, also eigentlich auch nur immer so mitgeholfen, gemeinsam, dass man immer, Ja gut, aber das war schon dein Ding. Also ich hab die Schläuche und die Kompressor und man hatte nichts zu tun. Ich stand dann daneben, wenn es mir ich weiß, dass es gibt ja auch nochmal, kann ich sagen, nochmal eine grüne Variante von diesem Blut. Genau, der grüne, etwas grünes, was der, ich glaube, das hat der Michael ganz alleine angemischt gehabt, Also es gibt nochmal eine andere Version. Grünen Schleim, Was könnte das bloß in diesem Film, was könnte da bloß passieren? Aber sag mal, was heißt denn das, du machst jetzt noch so digitale Sachen? Ich glaube wo ich mich dann eben jetzt richtig einbringe, hier dann immer so kleine Sachen mitgeholfen oder eben mit dabei ist eben, dass ich eben die digitalen Effekte viele mache. Ja, das heißt im Grunde auch eben das Blut digital verstärken an Stellen, wo es nötig ist. Und weil das klang jetzt gerade so, als hättest du dann selber nochmal Bluteffekte nachgedreht, die du dann draufgelegt hast? Oder was ich habe die grüne Sache habe ich nachgedreht, nicht das Blut. Das war vorhin falsch. Ich habe bei mir zu Hause nochmal ein Bluescreen aufgebaut und dann nochmal gekocht. Nochmal Michi sein Rezept nachzubauen und dann eben nochmal grüne Sachen vor dem Bluescreen runterfallen lassen, mit meiner Kamera aufgenommen und dann eben dazu Kompost für die Szene, wo es dann eben nötig ist. Voran, ich würde mich jetzt mal einladen, wir müssen mal zu dir an den Rechner und wir müssen mal in deine ganzen Effektordner reingucken und dann zeigst du uns mal ein bisschen was davon. Okay. Das machen wir irgendwie so ein paar Folgen später, da wird dann glaube ich auch schon, da sind ja jetzt Sachen auch schon fertig, ne? Also im Sinne Man kann vielleicht in kleine Entstehungsgeschichten mal reingucken, so die Anfänge. Vielleicht nicht, dass man das Fertige zeigt. Aber also wir wollen ja eigentlich das Fertige nicht zeigen, aber es ist einfach so, dass jetzt wirklich am 5. Februar passiert. Ne? Ja. Da gibt es jetzt echt eine Premiere von dem Film. Vielleicht zeigt man es kurz vorher. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass es nicht passiert. Ja. Es wäre jetzt nicht die letzte Premiere, die schon mal angesetzt worden, die erste, worden ist und nicht passiert. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Du kennst quasi ja auch den fast fertigen Film schon, ne? Ja. Nicht schlecht. Meine Fresse. Okay, sehr schön. Dann sehen wir uns irgendwann wieder mal und wir sehen uns auf jeden Fall schon wieder nächsten Freitag, dann gibt es die nächste Ausgabe. Ich kann euch noch nicht genau sagen, worum es da gehen wird. Mal gucken. Bis dahin. Ciao. Tschüss.